Was ist das denn hier? Das ist wieder, das ist der Höhleneingang, da kommst du dann unten in das Zeug rein. Von hinten kommt die ganze Beute. Au. Oh Mann. Ich bin gerade unfähig. Oh, ich bin so unfähig, ich geh von mir das Zeug unten. Da kommt okay. Das da oben. Ja, das Ding hat das Ding droppen lassen, das ich dir gezeigt habe. Kommt noch mehr. Ja, ich hab ja. Da ist nochmal so eine. Ja. Scheint gar nicht so selten zu sein. Oh, guck mal, Living Wood haben wir auch noch auf der Map. Das ist ja immer nice. Nice, nice. Achso, der lebende Baum, was war das nochmal? Riesenbäume. Ja, stimmt, die kann man gibt's ja auch, nicht einfach so. Gibt's auch welche mit Eingängen unten noch, wo dann unten noch was drin ist. Das Ding hat verdammt viel Leben. Okay. Ah, da ist es. Fernkämpfer for the win. Alter. Du hast da übrigens einen Stein im Weg. Weil ein Eisbiom. Na gut, jetzt sind wir schon mal hier. War gar nicht so viel Crimson, wie ich gedacht habe, ganz ehrlich. Ja, wir hatten Glück, dass da gerade nichts von vorne kam. Wo ja. Wir uns hin durch. Ich glaube, die geht auch ganz gut, sich da durchzuschnetzeln inzwischen. Ja. Gerade mit Eisenrüstung und so kann man da schon mal durchgehen. Ups. Hier geht's aber auch nett runter. Ist das schlau, was du da gerade tust? Ja, definitiv. So. Sicher? Da habe ich auch so einen Glowstick rein. Dann wissen wir das zumindest. Einfach nicht sterben. Ha, ich bin schneller. Ich nehme hier noch ein bisschen Holz mit, wenn wir hier schon mal sind. Okay. Weil wir haben ja nicht so viel Holz klar. In unserem Bereich. Oh mein Gott, das war gerade Glück. Das heißt, kommt wieder ein Crimson danach? Willst du mich verarschen? Das ist wieder ein Crimson-Vieh. Ja. Das heißt, hier kommt noch einer links. Ja. Wie viele davon haben wir denn, ey? Oh. Zu viele. Definitiv zu viele. Ist das übel. Ja, das ist das nächste. Ich höre ein Sternchen. Naja, rechts von uns war ein Sternchen. Ah, ich glaube, auf mich fixiert. Ja. Tot. So, hier Crimson Sand. Au. Aua. Was hat mich da getroffen? Alter, wie viel Leben die hier haben? Da unten ist jedenfalls eine Höhle. Ja, hier ist der Eingang. Deathweed. Oh Gott, bist du hingesprungen? Ich, keine Ahnung. Oh Gott. Ach, Alex. Ich dachte, weißt du, ich dachte, da geht's durch. Nee, nee. Ja, das habe ich wohl so leicht verpeilt. Da hinten kommt so eine Spinne. Ja, aber die kann da nicht klettern, weil die hat ja nichts hinten, keine Wand zu klettern. Spinne, komm zurück. Ah, der hat ja nur 60 Leben. Es geht doch, wenn ich irgendwie 15 pro Treffer mache. Okay, ich mach 10 pro Treffer. Ich mit dem Hook nicht klarkomme. Boah, das ist so ekelhaft, die Spinnen, diese Spinnengeräusche, wenn du die Spinnen schlägst. Boah, bäh. Schaffst du es? Ja, ich hab's nach 10 Versuchen jetzt geschafft. Hörst du das? Dieses. Das ist übelst ekelhaft, dieses Geräusch. Das klingt wie wenn du, keine Ahnung. Auf jeden Fall ekelhaft ist es. Ja. Die fliegen senkrecht auf uns zu. Ja. Moment mal. Boah, dein Zauberstab macht aber ganz schön Schaden, du. Ja, macht 20 Damage. Also 21 Damage steht da drin. Oh, direkt in den Jungle. Genau, also. Wir kommen ja von einem Biom ins nächste. Also, sie haben echt eine extrem abwechslungsreiche Karte gewürfelt, sag ich mal. Direkt mal ins Jungle-Biom danach. Ich. What the fuck? Ich meine, irgendwann muss doch mal.
Also Eis ist ja relativ normal, das hat bloß einfach nur Eis. Das sieht ein bisschen anders aus, aber das ist alles schwerer, deutlich schwerer. Ja gut, kann ja sein, aber kann ja nicht sein, dass wir einfach... Ich meine, dieses Slush-Ding-Zeug, das kann man ja da zu Tausenden farmen. Das halt schon ziemlich toll. Ich glaube nicht, also es wird wahrscheinlich alles gleich wahrscheinlich sein. Oder wie ich da hinten die Viecher töte. Ich glaube, Slush findest du relativ viel. Ja, jedenfalls OP zum Beziehen. Glaube ich. Hab ich Slush gefunden? Ja, haben sie. Das weiß ich noch. Ach, hier diese blöden Dschungelfledermäuse. Sind die in den Höhlen nicht genug? Wir sind ja am oberirdischen Dschungel sozusagen. Wie viele Sterne bitte? Geil. Ja, erstmal. Willst du denn auch mal einen Stern haben? Ich hab einen Mana-Stern schon und ich hab ja bis jetzt noch keine Waffe. Ja, und ich bin bei 120 Mana. Ja. Ja, du kannst sie besser brauchen als ich, denke ich. Ja, hier kommen wir irgendwie in den Untergrunddschungel, wenn wir hier reingehen. Da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Da will ich eigentlich auch nicht hin. Du bist Miss Vieh. Oh, cool. Moonglow und Moonglow Seeds. Moonglow braucht man, glaube ich, für irgendwas Schönes. Ja, ich glaube auch. Bin mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Sky Blue Flower. Oh, cool, da ist ein Fisch. Piranha? Ja, aber der, nee, der ist da irgendwie halt aufs Land gefallen. 30 Piranha. Tot. Na, kein Ding. Too easy. What? Was ist das? Warte mal, ich baue jetzt. Ich laufe hier nicht durch einfach. Okay. Das ist mir zu riesig, da weiß ich nicht, wo ich da unten rauskomme. Was ist das jetzt, ein Mischmasch oder was? Was? Woraus? Ja, da vorne. Normale Bäume und Dschungel. Irgendwie hast du recht, ja. Das endet wahrscheinlich der Dschungel hier gerade wieder. Naja, das ist das Ende vom Dschungel. Okay. Der endet immer so kommen. Oh, hier ist eine Kiste. Ist das deine oder meine? Ich habe keine Ahnung. Da ist übrigens richtiger Living Wood vor uns, mit Eingang und so. Da ist aber auch nichts Interessantes drin. Oh, wir haben den Goblin Scout. Das heißt, wenn wir den töten, kommt bald die Goblin Armee. Yay! Danach ist aber der Jetpack. Das ist schon ziemlich nice. Oh, ich nicht, aber schon so weit sind. Boah, ich bin voll. Ich hab einen Banner und ich hab eine Blume. Du bist voll? Das ist aber doof. Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Ich hab so, also, ich glaube, in einer der nächsten Nächte könnte jetzt die Goblin Armee kommen. Da werden wir krepieren. Ich weiß nicht, das ist gar nicht so viel. Das Problem ist immer die Fernkämpfer bei den Goblins. Das ist halt super nervig. Ja. Was ist das denn? Granate. Brauchen wir einen Bumerang noch? Den normalen Bumerang glaube ich nicht. Weiß nicht, kannst du einen Holzbumerang 18 mal gucken, ob du da mal was irgendwas machen kannst. Ich weiß nur, dass du den Magie-Bumerang auf jeden Fall aufheben solltest. Ich geh mal hier rein, ne? Jo. Komm, sogar schon der Eingang. Eine Living Wood Truhe, ein Leaf Wand habe ich bekommen. Okay. Und ein paar Tränke. Und Kram. Living Wood Table, Living Wood Chair. Und Living Wood Chest. Und da unten noch? Da geht's halt in den Untergrund. Mehr oder weniger normal. So, ich guck mal, ob hier was von dem Matsch ist oder so. Nee. Ich glaube, im Dschungel hast du wirklich relativ viel Matsch. Das stimmt. Au. Ja gut, wir wissen es ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall, wenn wir nice mehr von dem Matsch und diesem Zeug finden würden, macht's Farm extrem viel leichter, würde ich mal so sagen. Ja. Es ist halt super, was da rauskommt. Wenn du Glück hast, kommt halt... Cool ist halt, dass du auch so da in allen Welten alle Erze kriegen kannst. Weil sonst haben wir ja eigentlich kein Platin und wir haben ja Gold in unserer Welt. Ja. Ach, fuck. Fail. Oh, Double Fail. Ich will da hoch. Ich tu mir auch irre schwer mit dem Hook. Ich finde Hook eigentlich ganz angenehm und gar nicht so schwierig, aber da ist irgendwie. Ging's gerade voll nach hinten los. Die? Wenn sich hier an den Blättern festhalten kann. Nice.
Ups. Ich weiß nicht, ich gucke ja mal noch, vielleicht kommen wir ja noch zum Ende. Ja, wäre zumindest mal interessant zu wissen, wo das überhaupt ist. Ja, dass wir mal zumindest in eine Richtung alles erkundet haben. Aber guck mal, hier sieht es doch schon schön aus, so eine Lichtung, weißt du, mit Blümchen. Low Forest. Oh, hier sieht es ja, ja, alles klar, hier ist Wüste, ne, hier ist Strand. Strand? Hm, Strandbiom. Was ist das da? Ein sogenannten Antlion. Das Coole ist, wenn du hier weit genug reingehst, kannst du auch Kisten finden. Da kommen aber auch Haie und so ein Kram. Es gibt ja da wirklich ein Ozeanbiom. Da kannst du aber dann Sachen finden. Die Musik ist voll schön. Also es ist schon ganz nice, was du alles so in Terraria entdecken kannst. Oh ja. Flip, flip. Rope. Also jetzt glaube ich, sagen wir erstmal an der Seite. Wenn, dann haben wir rechts sozusagen unser... Ja. Alles klar, ich komm wir auch. Brauchen da auch nochmal einen für dich. Ja, ich hatte mal einen, aber ich glaube, der ist verbrannt. Den habe ich ihn nicht irgendwie bekommen? Nee. Also wenn ich wir keinen mehr... Ich glaube, der ist verbrannt. Weil ich da mich in Lava gebadet habe. Crimson Sandblock habe ich hier. Okay. Sky Blue Flower. Ich mache mal die ganzen Pflanzen in eins, ne? Ja. Oder alles, was irgendwie Samen oder Pflanzen sind, so alles davon. Ja, Motor genau. Leaf. Tungsten, oh, Daybloom Seeds. Ich habe jetzt einen Leaf Wand. Mit dem kann ich, glaube ich, auch Kram machen. Dem kann ich, glaube, Erde mit Gras sich bedecken lassen oder sowas. Ach so. Ja, genau. Ne, Places Leaves sogar, so rum. Okay. Damit kann ich richtig, was wir rund an uns gerade festgehalten haben, kann ich jetzt da bauen. Oh, cool. Crimson. Ach so, ich muss halt... Huch, da war, glaube ich, jetzt wirklich mal meine Aufnahme. Zu Ende, also die 8 GB oder so sind voll. Ach, es gibt auch unterschiedliche Arten von Bäumen, ne? Ich glaube, ich sehe hier Matsch. Ich weiß nicht, wo du bist, von daher. Nee, es sind nur Crimson Blöcke. Sieht aber irgendwie so ähnlich aus. Es gab ja jetzt so ein neues Aufnahmeprogramm von GameStar, weiß ich nicht genau. Ich habe viele gute Rezensionen drüber gelesen, ist auch kostenlos, aber ich habe es mal ausprobiert und bei mir reduziert es irgendwie Black Ops auf 12 Frames. Sehr gut, scheint ja ein super Aufnahmeprogramm zu sein. Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Weil es gibt ja im Moment so irre viele Probleme mit Ghosts, hat es ja gegeben. Achso, ja. Habe ich nicht mitbekommen, weil ich ja kein Ghost spiele. Ha. Ja, ich habe es halt mitbekommen und selbst nach dem Patch ging es bei mir nicht. Aber jetzt habe ich es neu installiert und alles geht wieder. Finde ich ziemlich schön, ehrlich gesagt. Okay. Ja, wenn man eine 77 hat und es dann die ganze Zeit ruckelt wie die Sau. Stimmt, es gab irgendwie mit dem Frame-Zeugs da, ja. Boah, die Frame-Drops waren so übelst. Weißt du, gerade wenn du, vor allem, wenn du so normal rumläufst, passiert nichts. Aber dann kommst du zum Anvisieren und dann ruckelt's erstmal und im nächsten Moment bist du tot. Ja, stimmt, das erinnere ich mich noch dran. So. War richtig schön. Also ich bin bei 160 mal, ich glaube bis 200 geht's nur. Sprich, ich kann maximal noch zwei von diesen Mana-Kristallen benutzen. Okay. Das ist 210 Mana-Sterne, glaube ich, ja. Ja, glaube. Sprich 50 normale Fallen Stars. Ja. Übrigens, wusstest du, dass du deine Hermes-Boots schneller auf Höchstgeschwindigkeit bringen kannst, wenn du dich mit dem Grappling-Hook sozusagen auf Geschwindigkeit bringst? Ja. Gut. Das habe ich früher mal bei Zombie gesehen, dass der das gemacht hat. Aber ich mach's praktisch nie. Quickstack. Okay, brauche ich nicht Quickstacken. Hier muss ich mal die ganzen Daybloom.
Ring Crew, ich sortiere mal kurz hier was, die ganzen Bären und den ganzen Kram alles zusammen. Jo, ich bin jetzt auch da. Leben. Hört sich doch gut an. Jo. Mushrooms, alles. So, und Crimson Block. Seeds. Sunflower. Wie glaubst du, haben die das Spiel übersetzt? Mit einem Google-Übersetzer, so wie es scheint. Ja, ne? Also das ist echt nicht mehr feierlich, was da abgeht. Sag mal, kennst du MMOGA? Ja. Schon was gekauft? Lass mich kurz überlegen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe bloß immer überlegt, was zu kaufen, aber es sah mir immer zu komisch aus mit dem ganzen Goldwerbung und so. Okay. Deswegen, ich glaube nicht, ne. Hast du Langeweile oder was? Nee. Weil du da gerade rumstandest und Zeug gemacht hast. Ja, ich habe da drauf geschossen. Ich habe da schon viele Sachen gekauft, muss ich auch sagen. Hat auch immer super funktioniert. Und neulich, ja, Minecraft hat jetzt, also Mojang hat jetzt alle Accounts gesperrt, die von Drittanbietern kamen, also wo du die Codes bei Drittanbietern gekauft hast. Ja, aber die haben doch Minecraft, ich hab mich schon gewundert, dass überhaupt da was irgendwie bei Drittanbietern gab, weil ich dachte, die haben das nur über ihr eigenes System verkauft. Ja, nee, haben sie eben nicht. Okay. Ich versteh's zwar auch nicht ganz, wie das funktioniert oder whatever, aber alle, die jetzt Minecraft über MMOGA gekauft hatten, ihr Account wurde gesperrt. Toll. Oder gelöscht, besser gesagt. Also nicht mal mehr gesperrt, der wurde instant gelöscht. Sehr gut. Danke. Und ich hab natürlich das gleiche gemacht, ja. Und dann hatte ich da so eine... Ich weiß nicht, welche Nationalität die hatte. Ich möchte auch nicht darüber urteilen. Aber auf jeden Fall hatte ich dann so einen Chat, ja, im Live-Chat, wo du erstmal 10 Stunden warten musst, bis du überhaupt eine dran kriegst, ja. Und danach, wenn da steht, sie sind als nächster dran, kommt dann auf einmal, der Live-Chat ist offline. Und nach so 5 bis 7 Versuchen kommst du dann irgendwann mal durch, ja. Also das finde ich ehrlich gesagt ziemlich armselig, erstens. Und zweitens, ich habe ein Eisbiom gefunden. Warst du bist nach rechts weiter übers Crimson-Biom gegangen? Jo. Okay. Kannst du mal gucken, ob du irgendwo... Slush findest. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übersetzt. Warum auf Deutsch spielst, ist mir sowieso ein Rätsel. Also ich finde die Übersetzung so schrecklich, das kann ich mir nicht antun. Ja, ich muss es echt nochmal ändern. Ja, und auf jeden Fall, die Tussi hatte dann, also 100 Pro mit Google-Übersetzer, ja, ganz klar, ganz klar. Hatte immer so eine halbe Stunde und eine Stunde für eine halbwegs brauchbare Antwort gebraucht. Mega geil, und dann habe ich mir mal die AGB von denen durchgelesen, was die denn in so einem Fall tun würden, ja? Sollten. Oder was die tun halt, von sich aus. Und da stand halt ganz klar drin, war Punkt 9.2. Sollte die Firma Sanktionen verhängen, zum Beispiel Sperrung des Accounts, stand sogar noch dran. Wird MMOGA LTD ihnen den Kaufbetrag zurückerstatten? Ja, klar. So, dann schreibe ich mit der Tussi und dann widerspricht die gegen ihre eigene AGB. Okay, alles klar. Sehe ich ein, ja? Und da habe ich denen gesagt, ich habe keinen Bock auf die Scheiße, ich gehe zur Polizei und zeig sie an. Ganz einfach, habe ich nicht lange rumgemacht. Weil ich ja schon mal genervt war, dass ich da erstmal 7 Mal warten musste. Und dann, die Tussi braucht ja noch eine Stunde zum Antworten. Also da war ich echt entnervt bis zum geht nicht mehr. 2 Tage später kriege ich eine E-Mail, kriegt mein Geld zurück. Oh, wie überraschend. Oh mein Gott, wer hätte das denn gedacht? Ich habe Mahagoni-Holz mitgenommen. Wo habe ich denn das? Ja, wahrscheinlich vorhin beim Abbauen im Dschungel mitgenommen. Jo. Du findest auch anderes Holz bei dir dort in dem Dingens, da wo du jetzt bist. Kann sein, ich bin gerade in der Höhle, um ein bisschen nach Slush zu suchen. So, Potion. Ich habe noch eine andere Potion. Ach, mir egal. So. Ja, Moment, ich muss kurz mit mir pausieren. So, kurze Unterbrechung. Da hat meine Mutter gerade mal angerufen. Und, hast du was gefunden? Ich habe eine Höhle gefunden. Oh. Und genau. Das stand nämlich. Das ist bei mir. Da stand nämlich gerade, du hast eine böse Vorahnung.
Evil Presence is watching you. Ich weiß. Ja. Hä? Wie entschärfe ich jetzt die Steinfalle hier? Alex was killed bei Stein. Du hast so. Also wenn du jetzt gekillt wirst, dann hast du hier aber auch Spaß, wenn du jetzt rauskommst. Okay. Ich hab schon 1000 Damage auf das Vieh gemacht. Oh, Mana alle. Ups. Sorry, dass ich jetzt gerade nicht da bin, ich habe auch keinen Spiegel. Ich weiß. Bin ich ja gerade passend wiedergekommen. Go, go, go. Ups. Sehr gut, da fällt mir einfach mal ein Frontstar voll vor den. Vor die Nase. Ich wusste gar nicht, dass es auch einfach so kommen kann. Ja, ja, kann, wenn du eine bestimmte Stand der Ausrüstung erreichst, kann es einfach so kommen. Oder denke ich zumindest, das ist in der Ausrüstung. Also wenn du einen Defense-Wert oder sowas überschreitest, kommt das, glaube ich. Oder kann es kommen. Okay. Wusste ich nicht. Das ist auch immer die Ankündigung, Evil's Presence is watching you. Slush Block. Wie sieht er denn aus? Muss ich noch merken, wie er aussieht jetzt. Komisch grau. Oh, jetzt kommt der Enrage-Modus. Ups. Achso, die kann ich nicht aufhören. Was brauchte mich? Ah, ich brauch das Campfire, ich brauch das Campfire. Okay, dann guck ich mal, wo ich das Lava-Link-Zeug finde. Ah, oh, sorry, steh ich gerade ganz schlecht, ich hab hier gerade schwer zu tun. Ja, ja, passt schon. Ich hab hier unten wird bei mir auch gerade die Party gefeiert mit 10 Slimes. Ah, du bettest nicht gerade einen Endgegner. Nee. Ah, der ist auf 400 Leben down von 2800. Und du bist nicht einmal gestorben. Ja. Na, wenn ich sterbe, hab ich eh ein Problem. Weil der geht ja dann weiter auf mich. Wow, wow. Und? Er hat noch 200. 220. Ach, Mann. Was ist das denn jetzt für ein Oh. Hab ich einen Guide damit reingezogen, sozusagen. Stopp, stopp, stopp! Jawoll! Nice. Crimtain Ohr bekommen. Oh, geh doch! Nur einen Heiltrank gebraucht für den ganzen Scheiß. Kann es sein, dass wir vielleicht ein bisschen zu overpowered sind inzwischen? Nee, ich glaube einfach, dass es durch meinen Emerald Stuff passiert. Ah, okay, kann natürlich sein. Also mit dem konnte ich ewig draufholzen. Ich hab die ersten, keine Ahnung, 1500 Schaden, wenn ich bloß dadurch gemacht habe, wurde ich quasi nicht getroffen von dem Ding. Mhm, weil ja, auch klar. Der Spawn ist so kleine Augen und die habe ich halt nebenbei, wo die gespawnt sind, mit einem Hit von dem Emerald Stuff direkt kaputt gemacht. Und das fliegt ja durch die Gegner durch und trifft das Vieh immer noch. Also das ist einfach nur. Der ist echt fett. Ja. So, auf dem Weg nach dem Hochgang tue ich auch mal nach Slush. So, dass es hier wieder aussieht. So. Hast du das auf Englisch umgestellt? Nee. Müsste ich, glaube ich, rausgehen. Heißt das im Deutschen aus dem Server, ja. Heißt das im Deutschen auch Slush? Ja. Und ist die Ankündigung gerade kam auch auf Englisch. Okay, schräg. It's Terraria. Das kann man vergleichen mit dem System bei Grid 2 mit Toke. Was ist Toke? Ja, dieses 2 gegen 2, wo man nicht rammen darf. 1 gegen 1, ja. Also das ist ja. Wohl unlogischste Berechnung ever.